Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hörst The du die Last of Us Brise? Part 1. Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. Ja, es ist bestimmt schwer. Also ich kann mich nicht in die Lage hineinversetzen. Das geht nicht. Aber klar, es muss sehr schwer sein für Ellie nach so einer Erfahrung. Und Ich habe gestern vom ja. Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Ach ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ist ein bisschen so ein Stimmungskiller bei solchen Geschichten, ne? Bei solchen Games. Sieh dir das an, wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Ja, wissen wir. Kann ich da rein? Ah, da wäre auch nichts. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Also ich persönlich finde es wichtig, dass man der Person zeigt, dass man für sie da ist, aber auch auf Abstand geht, dass die Person Freiraum hat zum Denken, zum Atmen, ne? Um das zu verarbeiten. Vielleicht geht es hier durch. Und man muss sehr viel Rücksicht nehmen. Ich persönlich habe einen Hass auf Menschen, die anderen Menschen so etwas antun. Und so einen riesigen Hass. Und ich würde. Ich glaube, die Worte sind noch nicht erfunden dafür. Und meine Zuschauer sind noch nicht alt genug, um, also die meisten zumindest davon, um das eben so zu hören, wie ich das gerne formulieren würde. Kann ich jetzt wieder das herstellen? Jawohl. Und weg mit dem Klebeband. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Da hoch. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Und auf geht's. Ellie. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Es ist. Es. Ja. Ich muss bei dem Verhalten gerade einfach an Atreus von God of War denken. An den Sohn von Kratos, als er seinen ersten Menschen getötet hat. Also das erste, als er den ersten Mensch töten musste, so. Da war er auch komplett verwirrt. Klar, die Situation ist etwas schlimmer. Wesentlich schlimmer sogar. Ellie.
Ellie? Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Was siehst du denn da? Was zur Hölle? Ich sehe halt gar nichts, ne? Nur einen Schatten. Von einer Giraffe. Soll das ein Scherz sein? Ja, Giraffen. Komm, Beeilung! Sie hat noch nie Giraffen gesehen. So gut, in einer Apokalypse sieht man das nicht alle Tage. Schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Ah, die ist komplett weg von der Rolle. Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Ich könnte jetzt hier einfach nur stundenlang einfach so die Aussicht genießen. Einfach mal die Ruhe genießen, ne? Einfach mal alles sacken lassen, entspannen. Das mache ich auch im echten Leben gerne. Also im Real Life mache ich das gerne. Einfach irgendwo hinfahren. Hinsetzen irgendwo hin, wo es schön ist, wo man schöne Aussicht hat. Und dann einfach den ganzen Stress, den ganzen Alltag einfach. Ihr wisst, was ich meine. Also die älteren Menschen unter uns, die werden das. Oder unter euch, die werden das verstehen. Die Jüngeren noch nicht so sehr. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo ihr einfach alles hinter euch lassen wollt. Abgesehen von den Kindern. Wobei, ab und zu dir auch. Also komm, Ellie, geh mal. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe? Das kann nicht umsonst gewesen sein. Sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Loot, ein paar Teile. Sehr schön. Irgendwann sollten wir auch mal wieder so einen Werkzeugkasten finden. Ich habe da ewig keinen mehr gefunden. Eigentlich müssten wir schon alles auf Stufe 5 haben, aber
Ich finde die einfach nicht. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Gerade reden wir noch darüber. Na also, geht doch. Jetzt brauchen wir nur eine Werkbank. Nochmal ein paar blaue Tabletten für den alten Mann. Gut, gehen wir weiter. In den Bus können wir nicht rein, ne? Nee, der ist zu. Hier geht's auch nicht rein. Warum auch immer. Da war bestimmt noch irgendwas Nützliches drin. Da geht's auch nicht rein. Hier sind wieder Hunde. Nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Da geht's lang. Hey Joel, ich hab was für dich. Was? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Das Bild von Tommy, was Tommy uns geben wollte, dem Joel besser gesagt. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Kurz emotionaler Moment gewesen für Joel. Was ich finde, dass sie das nicht richtig hinbekommen haben, weil das sah jetzt sehr gespielt aus. Hey, hier lag doch was. Ne, hier lag nichts. Da geh ich mal da, ein Panzer. Bimskanone. Hier liegt nichts mehr rum. Das ist unfassbar. Aber ja. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Jetzt Ruhe, bitte. Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!